Mark! Moin und ganz, ganz liebe Grüße von mir. Im Intro habt ihr schon gesehen, der Herr Muck und ich, wir haben total viel Spaß gehabt bei zwei kleinen Waldspaziergängen in der Höhne. Also wir waren ausnahmsweise mal nicht im Schaumburger Wald unterwegs. Die Höhne, ja, liegt nordwestlich von Bremervörde auf einer hohen Moräne. Zum Waldgebiet gehört auch der Plitenberg. Der Plitenberg ist sensationelle 35 Meter hoch. Das heißt, im Video gibt es eine Bergbesteigung. Nein, ich glaube, wir laufen nachher vom Plitenberg runter. Also es gibt eine, was auch immer. Es gibt den Plitenberg zu sehen. Es gibt das herrliche Waldgebiet zu sehen. Es gibt Herrn Muck zu sehen und natürlich den herbstlichen Wald. Also ich finde, es ist ein wunderschönes Waldgebiet. Macht Spaß, da unterwegs zu sein. Es ist im hohen Norden regnet es mehr, sage ich jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es ist ein Wald, wo es tatsächlich noch richtig Tannenwald gibt, wo dass wenn es geregnet hat, was relativ häufig vorkommt, also wo es richtig fantastisch nach Wald riecht und wo man auf den meisten Wegen so richtig toll federt, also wo ein Waldspaziergang mega, mega viel Spaß macht und so ist, wie er sein soll. Ja, das Video, ich habe schon gesagt, es ist auf der Durchreise entstanden. Anders kann man es nicht sagen. Ich wollte es aber extra nicht mit irgendwie, ich sage jetzt mal ein Schaumburger Waldvideo mixen. Von daher ganz kurz und knackig. Aber man sieht es ja, es hat uns beiden total viel Spaß gemacht. Und die Höhne in Bremervörde, nordwestlich von Bremervörde, ist wirklich wunderschön. Damit und mit Regen, der gehört zum hohen Norden, sage ich ganz, ganz liebe Grüße, bis zum nächsten Video und ciao.